Ja, hier ist nochmal der Paco. Und ich sagte euch ja, man muss ihm Schlimmes angetan haben, besonders wenn man ihn anleint, wenn man ihn anfassen will. Also ohne Schutzhandschuh kann man ihn kaum anfassen. Guck mal, ist sofort, also sofort. Also er ist, wenn man ihn anfasst, er ist sofort. Ist wirklich. Paco ist gut, Paco. Paco ist gut. Paco, keiner tut dir was, Paco. Paco, es tut dir niemand was. Paco. Ist er gut, Paco? Ne, Paco? Was haben sie denn mit dir gemacht, Paco? Ha? Paco, es ist alles gut. Du brauchst keine Angst haben. Guck mal, sobald man die Leine anfasst, die müssen wirklich ganz Schlimmes mit ihm gemacht haben. Sobald man die Leine anfasst und der beißt so doll in die Hand, ja, der lässt nicht mehr los. Also ist ganz schlimm. Ja, also ich weiß nicht, was manche Leute den Tieren antun. Man sollte vorher überlegen, wenn man sich einen Hund kauft oder ihn mitnimmt, ob man es akzeptiert, dass ein junger Welpe in die Wohnung macht, vielleicht hinkotzt und sich nicht so verhält, wie man sich das vorstellt. Auf jeden Fall, wenn wir dem Hund das nicht abgewöhnen können, dieses Verhalten, und der größer wird, dann gibt es natürlich ein echtes Problem, weil das natürlich eine Hunderasse ist, die äußerst wehrhaft ist. Paco, komm her, Paco. Paco. Ja, was haben sie denn mit dir gemacht? Nur hab mal nicht so, Paco. Paco, es ist alles gut. Einer schlägt dich mehr, Paco. Alles wird gut, Paco. Wir schaffen das, Paco. Ne? Ja, Paco. Guck mal, Paco. Paco. Hm? Ja. Guck da, ob da irgendeiner kommt. Aber da ist keiner. Paco. Hm? Ja, Paco. Du bist so ein Süßer. Ne?